Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Green Hell. Da habe ich einfach mal mittendrin während dem Bauen, obwohl ich gesagt habe, dass ich die Lehmziegel alle noch verbrauche, die Folge unterbrochen. Aber jetzt sind wir wieder hier. Die sieht nur so schön frisch und ekelig aus. Guck mal, ist das nicht toll? Aber das hätte jetzt einfach zu lang gedauert letztlich. Und da habe ich dann lieber, dass wir hier einmal mehr unterbrechen und dafür es ein bisschen so ein bisschen gemütlich machen. Und ganz ehrlich, es wird ja auch nicht besser... Ja, du bist müde, schon klar. Es wird ja auch nicht besser, wenn ich hier 3 Stunden lang überziehe. Dann sammeln wir hier ein bisschen Schlamm. Lehm nehmen wir. Jam, dann sind wir auch gleich wieder dreckiger. Wunderschön. Kann man aber auch verstehen, der Lehm, der macht jetzt ja auch nicht unbedingt den schönsten Tag. So, dann packen wir den hier rein. Und ich glaube, wir müssen nochmal Flusslehm nehmen, genau. Aber guck mal, unsere Hütte nimmt langsam tatsächlich Gestalt an. Das finde ich voll gut. Das finde ich voll gut. So, und jetzt machen wir ein bisschen Lagerfeuer. Achso, die haben wir ja sogar noch dabei. Oder? Habe ich die dabei? Nee, habe ich nicht mehr dabei. Aber hier können wir nochmal ein bisschen Kohle reinlegen. Und wenn wir schon mal dabei sind, gleich mal hier die Suppe trinken. Und dann eventuell gleich nochmal ein bisschen nachkochen. Was fehlt uns denn besonders? Kohlenhydrate. Das trifft sich gut, dann machen wir uns eine Pilzsuppe. Und das Palmherz wollte ich heute auch essen, irgendwann. Das machen wir aber in einem schönen Moment. In einem ganz schönen Moment. Jetzt wollte ich hier Lagerfeuerasche aufsammeln. Die lag doch hier irgendwo. Dankeschön. So, Süppchen trinken wir danach. Erstmal machen wir die Lehmziegel fertig. Ach Gott, ja richtig, jetzt brauche ich hier wieder 100.000 Mal Wasser. Okay, vielleicht machen wir auch doch vorher, dass wir die Suppe essen. Trinken. Bitteschön. Suppe getrunken, uns geht's wieder gut. Und ich hole mal wieder 10 Mal Wasser. Ich wünschte, wir könnten mehr Wasser transportieren. Doppelbidon wäre schön. Aber immerhin muss ich nicht ganz ins Wasser rein, um mich nicht von den Piranhas anknabbern lassen. Wisst ihr noch, als ich so doof war und dachte, wir müssen ins Wasser springen, damit wir tatsächlich uns waschen können und nicht verstanden habe, dass man sich einfach so waschen kann? Ja, ich fand, das war auch sehr schön. Hab ich gern von Piranhas beißen lassen. Ich glaube, 2 Mal. So, noch 2 Mal. Übrigens müssen wir auch Wasser aus unserem Fluss holen. Wollte gerade sagen, aus dem Ganges, aber ich glaube, das wäre komplett am falschen Kontinent. Doch sind wir natürlich. Wir haben ja erfahren, dass wir in Südamerika sind. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir sind, aber wir sind tatsächlich in... Der Ganges ist da nicht ganz richtig, ne? Dann können wir gleich wieder gucken, was wir Schönes essen. Fleischsüppchen. Das wäre immer, würde immer passen. Dann würde ich mich aber tatsächlich nochmal waschen und dann vielleicht ein bisschen hinlegen. Dass wir zumindest die Dämmerung verpennen. So, jetzt können wir das hier einmal durcheinander mischen. Und wenn wir dann vorne am Fluss sind und uns waschen. So, und zum Glück, ohne dass wir jetzt lange warten müssen. Ich würde mich aber tatsächlich waschen für den Fall, dass wir einfach keine Infektionen bekommen. So. Einmal waschen, aber weil da nicht aller Dreck weggeht, waschen wir uns gleich nochmal. Und weil das Wasser jetzt gerade so schön dreckig ist, füllen wir noch unser Bidon auf. Und dann würde ich sagen, da liegen unsere Steinklinge, da liegen sie auch sehr gut. Packen wir da doch nochmal einfach Schildi rein. Ich weiß gar nicht, ob ich mir daraus eine Suppe machen kann aus Palmherz. Ich würde vorher ehrlich gesagt einmal erst speichern wollen. Ich sammle das einmal. Und dann machen wir uns daraus so eine schöne Krötensuppe. Ein Tag, boah. Und dann werden wir uns ganz kurz hinlegen. Dankeschön. Lecker, lecker. Wie geht's denn? Okay, wir bräuchten Kohlenhydrate, aber leider habe ich gerade... Oh doch, warte, doch, natürlich könnte ich das machen. Ich bin ja... Natürlich, wir haben was mit ganz viel Kohlenhydraten. Wir haben... Oh, da wächst ein Pilz. Das ist ja auch praktisch. Dankeschön. Dann nehme ich erstmal den Pilz. Ich wollte gerade sagen, ich koche mir ein paar Knochen aus, aber wenn das so ist, dann machen wir tatsächlich... Ne, ist da vorne so ein Stein. Dann machen wir uns eine Pilzsuppe und gehen danach einfach ein bisschen schlafen. So, zum Glück finden wir Pilze oft genug.
Das ist schnell zubereitet. Dann packe ich hier nochmal eine Kohle drauf. Denn leider haben wir jetzt... Da unten ist ein Angelhaken. Schön unter der Kröte. So. Jetzt habe ich aber leider in meinem Bidon auch nichts mehr. Das macht aber nichts. Vorm Schlafen gehen, nehmen wir nochmal ein Schlückchen aus unserem Wassersammler hier. Und dann, ja, es ist gerade ein ganz, ganz furchtbares, furchtbare Helligkeit, beziehungsweise Dunkelheit hier. Also speichern wir und schlafen dann einfach eine Runde. Und dann, wenn es so halbwegs hell ist in der Nacht, vielleicht erstmal speichern und dann schlafen. Für den Fall, dass wir mal nicht durchschlafen können, weil uns hier irgendwas überrascht. Die Möglichkeit gibt es ja... Nein, ich will nicht speichern, ich will eigentlich tatsächlich schlafen diesmal. Oh Gott. Wenn man wegen der Dunkelheit sein eigenes Bett nicht mehr findet. Na, hier war's. So. Dann schlafen wir jetzt einfach ein bisschen, bis es... Genau, bis es richtig Nacht ist und der Mond am Himmel steht. Und dann haben wir auch tatsächlich genug Licht, um irgendwas zu sehen. Und das Palmherz... Ja, wir sollten eigentlich ein paar Kohlenhydrate gucken, dass wir da welche kriegen. Sind hier hinten vielleicht wieder Nüsse? Nein. Schade. Ich brauche wirklich, wirklich, wirklich trockene Blätter. Aber erstmal würde ich tatsächlich die Lehmziegel nehmen und die Wand fertig bauen. Das ist mir jetzt wichtig. Na, nein. Oh, keine Leiche. Wow. Da gucken wir oben, ob wir wieder ein neues Capybara haben. Denn wir sollten natürlich nicht immer nur dann nach den Fallen gucken, wenn wir gerade ganz besondere Need haben, sondern eigentlich immer. Was denn jetzt wieder? Ah, bestimmt am Bein, oder? Nee, ist ja schon weg, Entschuldigung. Hier glaube ich nicht. Da ja, am Bein. Und, gleich so viele. Gittigitt. So, Kuh machen wir das weg. Mein Plan steht übrigens, irgendwann werde ich mir einfach Eingeborene suchen und mal testen, wie gut unsere Rüstung ist. Für den Moment, ich sehe, dass unsere Axt fast zerbrochen ist. Das heißt, wir können uns diese tolle neue Klingenaxt machen, mit der wir sehr wahrscheinlich auch viel, viel ein... Eigentlich sollten wir ganz oft unsere ganzen Werkzeuge benutzen. Denn wir leveln das ja. Tada! Oh, da hinten sind Pilze, das ist sehr gut. Denn uns fehlen ja Kohlenhydrate. Und Pilze können eine Abhilfe schaffen. Also essen wir die einfach mal. Die leckeren Leuchtpilze. Ich glaube, im realen Leben wäre das eins der wenigen Dinge, die ich wirklich überhaupt... Also neben Spinnen würde ich mich, glaube ich, auch weigern, leuchtende Pilze zu essen. Einfach, weil ich wirklich Angst hätte, mich daran irgendwie zu vergiften. Ach, das ist eine Kröte. Ich dachte gerade, was springt hier für eine Spinne rum? Jetzt bräuchten wir hier wieder... Holzscheite. Und ich glaube dann auch... Ich glaube dann auch wieder lange Stöcke. Wir könnten aber anfangen, eigentlich hier ein Dach draufzusetzen. Das würde eigentlich gehen. Die Frage ist, was wir drauf machen möchten. Ein Palmdach oder ein Bananendach? Blatt. Blattdach. So. Ich gucke einfach mal, was wir hier Schönes finden. War das hier? War das hier mit dem? Ah, da. Okay, wir machen einfach mal ein Palmdach, würde ich sagen. Ja, würdest du dich bitte hier drauf sagen? Ah, jetzt. Ja? Dankeschön. Da können wir uns da ein schönes Dach bauen. Wie wir das hier machen, weiß ich noch nicht. Oh, da sind noch mehr Pilze. Finde ich gut. Gerade fehlen uns tatsächlich einfach noch ein paar Kohlenhydrate. Aber da könnten wir uns ja auch einen Knochen auskochen. Wenn ich jetzt aber Palmblätter finde, wie zum Beispiel die, die bei unserem Lager noch liegen, dann wäre das ja perfekt. Und ich würde jetzt auch tatsächlich gerne in der Nähe von unserem Lager auf irgendwas einschlagen, damit da die Axt zerbricht. Ich sollte ja eigentlich nicht immer runterfallen, nicht runterfallen lassen, ich sollte richtig runtergehen. So, ein Palmblatt, zwei Palmblätter. Solange wie die hier schon liegen und es nicht geregnet hat, müssten die eigentlich schon längst trocken sein. Aber macht ja nichts. So genau nehmen wir das alles nicht. Und dann schauen wir mal nach dem Palmherz. Ich kann mir nur vorstellen, dass es lecker ist und nicht giftig und... So. Lecker ist... Das hier könnten wir fällen. Vielleicht haben wir ja doch auch Glück und... Stupid piece of shit. Den finde ich hoffentlich auch gleich... Hm. Aber es kann ja nicht reinlaufen, wurde mir gesagt. Na gut.
Ich gucke gleich nochmal, wie die Klingenaxt funktioniert und dann machen wir uns die und dann speichere ich. Einfach nur, weil wir sie dann einmal hergestellt haben. Ich würde gerne einmal gucken, die Klingenaxt funktionierte mit einem normalen Stock und den drei Klingen. Okay, dann bitte einmal hier herstellen. Und eins und zwei und drei und Klingenaxt. Sehr schön. So, ist gut. Jetzt wollte ich speichern. Geht's dir noch gut, Feuer? Oh, das müssten wir mal wieder füttern. Oder ich lasse zu, dass es ausgeht. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber ehrlich gesagt, ich möchte mir erstmal wieder einen Knochen rausholen oder zwei. Damit wir uns daraus eine Suppe kochen können. Mein Bidon ist zwar noch leer. Ja, das müsste ich also erstmal kurz füllen. Aber danach könnten wir uns da erstmal eine Suppe draus machen. Ich finde es gut, dass man aus relativ großer Entfernung hier Wasser einfüllen kann. Sonst wäre das alles viel ungemütlicher. So, hübsch da rein. Ist jetzt nicht wirklich so viel, was man da an allem Möglichen bekommt, aber... Ja, Fett sollten wir auch mal wieder. Das heißt, ich esse jetzt einfach mal hier so ein Wasserschwein-Ding. Und dann packen wir uns da einen schönen Knochen rein in die Suppe. Wir könnten theoretisch auch mal Fleisch vergammeln lassen, dann kriegen wir wieder Maden. Dann könnte ich. Aber das Problem ist, wir haben natürlich von dem Fleisch eigentlich mehr. Oh doch, Fett. Fett und Protein kriegen wir davon. Aber keine Kohlenhydrate. Okay. Dann würde ich davon aber trotzdem nochmal eine kochen. Wir haben ja noch einen zweiten Knochen. Und danach speichern wir tatsächlich nochmal. Dann müsste ich für die Proteine gucken, ob wir vielleicht nicht doch nochmal irgendwo... nicht Proteine. Für die Kohlenhydrate, ob wir nicht doch vielleicht irgendwo nochmal... Oder wir probieren nachher dieses Palmherz aus. So, das nehme ich auch mal mit. Und dann legen wir das einfach auf der anderen Seite neben unsere... trinken. Dann legen wir das einfach auf der anderen Seite mal neben unsere... Wo ist die Lagerfeuer? Ach so, die ist ja da drin. Nee. Wo ist meine Lagerfeuerasche, die ich eben auf... Da ist sie. Okay, die können wir da erstmal lassen. Und hier liegt auch nochmal welche. So, und die legen wir jetzt einfach drüben neben unsere Kiste. Ah, perfekt. Da sind unsere Kohlenhydrate. Ich habe ich aber nur einmal gegessen, das andere Mal habe ich sie nur eingesteckt. Also essen wir noch schnell ein paar. Yam, yam. Und jetzt wollte ich aber speichern und das tue ich jetzt auch. Dann gucken wir, wenn es wieder heller ist, nach unserem Wasserschwein hinten, ob wir da wieder was drin haben. Nicht schlafen, einfach nur speichern. So, bitte. Jawohl, danke sehr. Ich bräuchte jetzt... So, natürlich nehme ich einfach hier auf den Boden. Legen wir unsere Lagerfeuerasche. Denn die despawnt ja eigentlich nicht, wenn ich das richtig weiß. Und dann haben wir die direkt hier daneben, wenn wir wieder neue Ziegel machen. Du kleines Gürteltier, du. Und dann probieren wir mal unsere wunderschöne Axt an dieser Palme aus. Neben der auch Pilze wachsen, die ich direkt mal essen werde. Weil wegen Kohlenhydraten. Okay, den einen haben wir eingesammelt. Und dich wollte ich fällen. Wow, das ging schnell. Das ist schon ganz weg. Das ist schon ganz weg. Ich hätte hier super gerne trockene Blätter. Aber ich fürchte fast... Nein, nicht der kleine Stock, die Palme. Das Palmblättchen. Ich höre hier Dinge, die sich eigentlich echt nicht gesund anhören. Wie viel fehlen noch? Noch acht. Ich weiß wirklich nicht, was es ist, was ich höre. So, dann hätten wir auch einen kleinen Unterstand, der tatsächlich vom Regen geschützt wäre. Noch vier Palmblätter bräuchte ich. Das Ding ist tatsächlich einfach weg. Trockene Sachen sind hier... Ne, warte, da ist noch ein Palmblatt. Trockene Sachen sind hier ein bisschen schwer zu finden, habe ich das Gefühl. Und eigentlich müssten wir noch irgendwo ganz viele Palmblätter rumliegen haben. Weil ich ja vorhin versehentlich eine Palme geschlachtet habe. Die arme Palme. Da wäre Molineria, aber die brauche ich gerade nicht. Davon haben wir noch ein paar
Federn. Ja. Nein. Federn nehmen wir jetzt echt keine mehr mit. Da war ich voll. Okay. Dann würde ich einfach noch das hier. So. Dann können wir hier die restlichen Palmblätter mitnehmen. Ich glaube, ich habe schon wieder zu viel. Ja doch, ich habe 6 Stück und ich brauche, glaube ich, nur noch 4. Oder waren es 3? Weil ich jetzt noch ein... Ja, noch 3. Den Rest legen wir einfach hier ab. Damit ist unser erstes halbes Häuschen fertig. Es ist sehr dunkel hier drin. Und hierfür bräuchte ich eben ein paar Baumstämme. Aber es sollte jetzt ja kein Problem sein, hier, uns hier Baumstämme zu suchen. Habe ich hier... Oh ja, da, guck mal, da dran ist wieder so eine coole Frucht. Ah, oh, schade. Ich hatte gehofft, es wären mehrere. Das ist dann noch ein kleiner Stock. Da muss ich jetzt wieder... Ich glaube übrigens, diese... Lianen kann ich keine... Nee, Lianen habe ich die maximale Anzahl schon. Dann würde ich einfach diesen Baum hier fällen. Wo nur das Palmblatt dran klebt. Das müsste eigentlich mindestens 1-2 Holzscheite geben. Oh, Holzscheit, Holzscheit. Wenn wir Glück haben, liegt auch irgendwo noch mal... Da liegt noch ein langer Stock rum. Perfekt. Dann würde ich jetzt eben dieses halbe... Dieses Schuppending hier machen. So, jetzt brauche ich noch lange Stöcke. 5 Stück. Wunderbar. Dann haben wir halt ein bisschen mehr Platz in unserer Hütte. Ohne, dass wir hier noch mal so einen kompletten Raum dran zimmern an der einen Seite. Ich hätte hier wirklich gern lange... Ach, es ist viel zu dunkel. Das ist so eine eklige Frucht. Das ist auch egal, dass wir die jetzt nicht mehr einsammeln konnten. Oh, es ist viel zu dunkel. Ich gehe mal wieder in Richtung von unserem Lagerfeuer und ich gucke mal eben, was uns fehlt an eigentlich nur Kohlenhydrate und... Habe ich Wasser in meinem Bidon? Nein. Dann würde ich das noch ganz kurz irgendwie auffüllen. Hier vielleicht. Und dann könnten wir uns eigentlich noch mal eine Suppe machen. Und danach legen wir uns wieder schlafen. Damit wir nicht mehr schlaflos sind. Und dann schauen wir, wenn es wieder hell ist, gucken wir nach diesem Palmherzding. So, das da rein. Oh, Kohlenhydrate, Energie, Proteine. Die essen wir aber nicht jetzt. Jetzt wollen wir ja nicht unbedingt wach bleiben. Ich könnte ja eigentlich ein bisschen einfach Stöcke reinlegen. Das würde ja auch gehen. Ich meine, wir haben hinten, vor allem von den kleinen Stöckchen, haben wir die maximale Anzahl gesammelt. Dann könnte ich da endlich mal wieder ein paar mitnehmen. Ja, komm, ein kleiner Stock ins Feuer, bitte. Irgendwoher muss die Kohle ja auch kommen, die hier produziert wird. Ach, das ist ja nur Wasser. Okay. Hatte ich jetzt übersehen. Stimmt, ich wollte dir den kleinen Mini-Pilz reintun, damit wir wenigstens so ein bisschen was drin haben. So... Realistisch betrachtet hätten wir das Feuer vermutlich schon 10-mal unter Holz erstickt. Aber das macht ja nichts. So, trinken wir. Bisschen Hydration, ein ganz kleines bisschen Kohlenhydrate. Trinken wir halt nochmal eine zweite Pilzsuppe und kochen uns schon mal das Wasser ab. Für den Fall, dass... Jetzt ist es leer, genau. Für den Fall, dass wir eben am nächsten Tag... So. Und schmutzig, dann waschen wir uns nochmal ganz kurz. Und dann gehen wir schlafen. Sehr schön. Denn es wird sehr wahrscheinlich gleich nochmal komplett dunkel werden. Was ist das? Oh, das Wunder ist geschehen. Wir haben eine Kokosnuss. Meine. Oh, eine Kokosnuss. Oh, eine Kokosnuss. Oh Gott, ich glaub's gar nicht. Wir haben eine Kokosnuss. Okay, gib mir diesen Speer. Mit der 1. Und jetzt trinken wir das Ding. Und jetzt stellen wir daraus etwas her. Nämlich aus der Kokosnuss und Seilen können wir, glaube ich, ein zweites Bidon uns einfach machen. Ein Bidon. Oh Gott, wir können uns ein Bidon herstellen. Das heißt, wir können jetzt die doppelte Menge Wasser mitnehmen. Oh, das wird so gut. Kann ich das hier? Das kann ich nicht da unten hin tun. Das ist aber schön. Dann müsste ich das vielleicht so hier... Das passt wegen den Maden nicht. Ganz toll. Jetzt passt es aber. Denn dafür müssen wir natürlich auch erstmal Platz haben in unserem schönen... Ich finde das schön, dass die beiden Bidons nicht genau gleich aussehen. So, erstmal speichern, dann schlafen. Ja, da sieht man auch, wann ich wieder aufnehme. Ausnahmsweise nicht zu den ungesündesten Zeiten. So, dann schlafen wir jetzt einfach ein ganz kleines bisschen. Und
Und das bisschen hat dafür gesorgt, dass es wieder hell ist. Super. Dann fülle ich mir jetzt meine beiden Bidons mit... Müsste da jetzt nicht noch eine Pilzsuppe sein? Nee, nicht mehr eine Pilzsuppe, aber wir können uns eine... Okay, ein Tag. Da steht kein Haltbarkeitsdatum dran. Das hält auch noch einen Tag. Was sagt unsere Uhr? Es fehlen Kohlenhydrate, ein bisschen Wasser. Trinken wir einfach mal hier das Wasser. Komm. Und ich will das Palmherz tatsächlich erst dann essen, weil ich denke, das gibt tatsächlich... Bidon, jetzt sehen sie leider gleich aus. Schade eigentlich. Ach, die eine war hochkant. Deswegen sahen die nicht genau gleich aus. Okay. So, gucken wir wieder. Ist hier wieder irgendwas Wehrloses in die Falle gelaufen? Nein, aber es sieht aus, als wäre es kurz davor. Tschüss, Gürteltier. Ich gucke wieder oben nach unserem Wasserschwein. Für den Fall der da wächst eine Muli. Jetzt wissen wir, warum die Molineria so gut ist. Die saugt ihre heilende Wirkung aus den Kadavern verendender Tiere. Und was wir uns da auf die Wunde klatschen, das sind sozusagen die letzten Lebensenergien von so einem verendeten Wasserschwein. Ah, da schmeckt es gleich doppelt gut. So, da ist noch ein Pilz und davon habe ich noch einen gesehen. Dankeschön. Schauen wir doch mal, ob wir hier Glück haben und direkt wieder ein Wasserschwein. Da sehe ich übrigens trockene Blätter. Bevor wir jetzt nach dem Schwein gucken, haben wir erstmal hier... Das muss sein. Wir haben so wenig trockene Blätter und ich habe hier definitiv welche dran gesehen. So. Da ist ein trockenes Blatt. Wir brauchen die halt einfach zum Feuer machen und... Achso, dafür ist kein Platz mehr. Okay. Und da ist noch... Na, ich will das trockene Blatt. Das frische ist mir egal. Wenn ich es trocknen könnte, wäre es an was anderes. So, ein paar kleine Stöcke. Kleine Stöcke und da oben muss ich bestimmt einfach wieder die Falle scharf machen, weil nichts drin ist. Ja, natürlich. Ah, ich sehe mal einen toten Vogel da liegen. Ha, schön. Das geht ja nicht mehr. So, da ist ein toter Ara. Dankeschön. Ja, prima. Und da können wir dann auch wieder ein... Eine Liane hat auch keinen Platz mehr. Alles klar. Und wir haben wieder irgendwelche... Wir haben wieder Besuch. Das ist schön. Ich könnte wetten, dass es wieder am Bein ist. Es ist immer am Bein. Ich geh da weg. Geh da weg. Dankeschön. Rüstung wieder einblenden. Wir müssten die aber auch anhaben, wenn wir sie gerade ausgeblendet haben, wenn ich das richtig interpretiere. Dann geht es einfach nur darum, dass man sich selbst untersuchen kann, wenn man gerade die ausgeblendet hat. Da hat es auch ganz... Warte mal kurz, was war das? Oh, eine Nuss. Ja, bitte. Und noch eine Nuss. Ja, bitte. Aber da hat auch ganz viele trockene Blätter dran und die will ich haben. Damit wir einfach mal keine Sorge mehr haben müssen wegen trockener Blätter. Nee, das Trockene interessiert mich. Dann können wir nämlich auch wieder öfter Feuer machen und müssen das eine nicht ständig am Brennen halten. Denn das ist mein... Das ist eigentlich der Hauptgrund, aus dem ich da dann Holz reinwerfe, weil wir einfach nicht genug trockene Blätter hatten, um wirklich oft Feuer machen zu können. Das hat sich jetzt hiermit wieder geändert. Dann nehmen wir noch ein paar Pilze mit. Und ich glaube, unten am Wasser, da wären nochmal trockene Blätter. Ich fühle mich hier gerade im trockene Blätterpaar. Was ich schade finde, ist, dass man die trockenen Blätter nicht einzeln von der Palme reißen kann. Also, dass man nicht sagen kann, okay, ich schnapp mir jetzt das Ding und dann... Sorgen wir halt einfach dafür, dass wir wieder trockene Blätter im Inventar haben, ohne dass wir gleich die komplette Palme einreißen müssen. Und die Nüsse, dankeschön. Wären die Nüsse eigentlich schlecht? Ah ja, die wären tatsächlich schlecht. Weiß jetzt nicht, wie realistisch das ist. Ich mag übrigens unsere Axt. Es geht deutlich schneller, alles zu fällen mit der. Und ich habe wieder ein Bidon. Aber ich würde jetzt tatsächlich nochmal das Lagerfeuer schüren. Oh ja, könnten wir nochmal machen. Und dann überlegen wir uns mal ganz kurz, was wir hier essen wollen und was nicht. Ich würde ganz gerne... Kann ich mir eigentlich auch eine Nusssuppe machen? Geht das? Das möchte ich mal ausprobieren, ob wir uns eine Nusssuppe machen können.
Und ob sich dann was ändert. Die geben jetzt so 15 Fett. Vielleicht gibt es ja mehr, wenn wir sie in die Suppe schmeißen. Oder weniger und ich ärgere mich gleich. Ah, das geht gar nicht. Okay. Kann ich das? Das geht. Okay, das möchte ich mal ausprobieren. Aber jetzt essen wir erstmal so die Nuss hier, die eine. Das ist dieser super Maiskolben. Und der gibt eigentlich echt... So, trinken wir. 15 Kohlenhydrate, 15 Proteine, Hydration und Energie. Nur Fett bekommen wir daraus nicht. Dann würde ich jetzt einmal hier kurz reinschauen. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Essen wir noch ein bisschen Wasserschwein fürs Fett. Und ein paar mehr Pilze für die Kohlenhydrate. Und uns geht's wieder super. Dann würde ich jetzt tatsächlich nochmal speichern. Und dann schauen wir, dass wir nochmal ein Bäumchen fällen. Vielleicht mal wieder irgendwas hier in der Richtung bei uns. Ne, speichern und nicht. Ja. Also ich hoffe, es... Oh, da sind wieder Bananen. Oh, lecker, lecker. Die habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Banane. Ich würde dich gerne... Danke. Ob wir uns eine Banane kochen können? Ich meine, es gibt ja auch Kochbananen. Und mir übrigens gesagt wurde, ich kenne... jemand, der hat damit schon gekocht und hat eine lustige Geschichte gehabt. Er hat versucht, beziehungsweise die Mutter von ihm hat versucht, damit zu kochen. Und... Larven. Oh, sind die dick. Fette Larven. Hat er versucht, damit zu kochen. Und der Witz ist, die Dinger werden ganz, ganz zart. Aber man muss sie dafür erst erhitzen. Und das haben sie nicht gemacht. Und die hatten dann wohl so ein Eishockey-Puck, der einmal quer durch die Küche geflogen ist. Was, ja. Zur allgemeinen Erheiterung beigetragen hat und... Da ist ein langer Stock. Oh Gott, wir haben einen langen Stock gefunden. Das ist ja super. Den muss ich jetzt erstmal kurz weglegen. Was zur allgemeinen Erheiterung beigetragen hat und... Ah, stimmt ja, wir brauchen ja lange Stöcke. Ich wollte gerade schon wieder nach Holzscheiten gucken, aber die brauchen wir ja gerade gar nicht. Was zur allgemeinen Erheiterung beigetragen hat, weil eben... Brasilianische Wanderspinne. Brasilianische Wanderspinne. Riesenkröte. Wir fangen ja auch nichts anderes und tatsächlich primär brasilianische Wanderspinnen. Ich könnte eine brasilianische Wanderspinnenzucht aufmachen. Ich hätte genug Exemplare dafür. Und Gürteltiere gibt es ja scheinbar auch im Dutzend billiger. Also inzwischen können wir uns ja bald die zweite Rüstung aus den Viechern bauen. Ich beschwere mich nicht. Ich freue mich. So, dann bräuchten wir noch 4 Stöcke. Das sind 2 kleine Bäume. Aber erstmal sammeln wir hier kurz das Gürteltier ein. Wir wollen ja keine anderen Gürteltiere verstören, wenn sie hier Leichen sehen. Das wäre ja gemein. Also sammeln wir das gute Tier. Ich kann bestimmt den Panzer nicht mitnehmen. Den lasse ich jetzt einfach liegen. Den Panzer lassen wir jetzt einfach liegen. Davon haben wir jetzt so viele. So. Es läuft auch immer tatsächlich sehr dezent und elegant daran vorbei. Dann gucken wir nochmal nach dem Wasserschwein. Da oben hätten wir dann nur wieder Probleme wegen den Knochen. Oh. Vielleicht müsste ich doch... Okay, das war der 10. Vielleicht müsste ich doch... Davon können wir auch nichts mehr tragen. Ja, pfeif du kleines Schweinchen. Pfeif du nur. Ich gucke nur, ob jemand mir in die Falle gegangen ist. Für mehr... Tatsache. Oh je. Oh je. Das heißt, ich kann gleich keine Knochen mehr tragen. Aber die will ich haben. Jetzt muss ich mir überlegen, was ich stattdessen wegschmeiße. Wir können hier... Oh Gott, wir haben hier keinen Platz mehr für ganz viele Knochen. Den Papagei kann ich erstmal sammeln. So, und jetzt hätten wir hier vielleicht Platz für 2 weit... Oh Gott, wir können schon... Unsere Bewegung ist schon wieder eingeschränkt ohne Ende. Okay, was? Wir schmeißen erstmal die Fischgeräten hier weg. Davon haben wir so viel. Da oben ist eine ganze Reihe mit Fischgeräten. Weil wir natürlich auch Fallen haben für die Fische. Dann können wir hier vielleicht erstmal ein... Ne, das geht nicht. Dann legen wir erstmal das hier unten hin. Und dann können wir hier doch eigentlich nochmal Knochen hin tun. Genau. Und wenn wir dann hier die Federn auch noch wegschmeißen, weil ich die auch nicht nochmal brauche, dann müsste hier eigentlich noch der andere Knochen reinpassen.
Sehr schön. Und ich glaube, jetzt haben wir hier nur noch ganz viel Müll. Und ich kann die Falle wieder schaffen. Irgendwann muss ich den Müll hier wegbringen. Sonst werden wir irgendwann die Knochen... Oh Gott, nicht überladen. Yeah. Ich schleiche dann mal nach Hause mit euch. Gut. Wenn jetzt irgendein Raubtier kommen würde, wären wir sowas von am Popo. Aber dafür können wir zu Hause wieder grillen. Und ich wollte das Palmherz essen. Wie lange hält das denn noch? Ein paar Stunden. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen nach Hause und das verschiebe ich dann nochmal eine Folge weiter. Was war das? Das verschiebe ich dann einfach nochmal eine Folge weiter, denn sobald wir jetzt da unten angekommen sind und ich speichern kann, würde ich auch die Folge wieder beenden. Aber das würde ich tatsächlich gerne erstmal... Ha, da ist noch ein trockenes Blatt, das muss mit. So überladen, wie wir sind. Das trockene Blatt muss einfach noch sein. Vorher schmeiß zur Not auch einen Stock oder sowas weg. Aber auf trockene Blätter können wir nicht wirklich verzichten. Ah, mit Warp-Geschwindigkeit geht's nach unten. Realistisch betrachtet müssten wir sehr wahrscheinlich einfach unseren Rucksack darunter kicken können. Das ist abschüssig, der würde gut rollen. Genauso wie das Stöckchen da unten gerade. Aber ja, wir sind ja gleich zu Hause. Ich gucke trotzdem immer auf den Boden. Vielleicht findet man ja noch eine Nuss. Was mich daran erinnert, dass ich versuchen wollte, eine Nuss zu kochen. Habe ich das nicht jetzt ausprobiert? Ach, das ging ja nicht, ne? Nüsse konnte man nicht kochen. Ja, dann sage ich einfach mal schon mal, da ich sehe das Ziel vor Augen. Dann sage ich einfach mal schon mal, danke schön dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Wir werden gerade ein bisschen schmutzig. Wir speichern gleich und dann legen wir uns abends ein wenig schlafen, damit wir nicht zu lange wach sind, auch wenn es energiemäßig möglich wäre. Macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen, und hoffentlich sehen wir uns dann das nächste Mal wieder bei Green Hell. Das Schlafen über... Ich glaube, ich klinge mich dann wieder ein, wenn ich vorne beim Lagerfeuer stehe. Dann erspare ich euch, wie ich über die Ecke schleiche. Also bis zum nächsten Mal und bye bye!